Und meine beste Score ist 158. So, da ist die Steuerung. Und rechten Trigger brauchst du wohl. Hier, da ist nochmal Soup. How to make basic soup. Drei Zwiebeln schneiden, kochen, Zwiebelsuppe. Alter, das ist muss ich mir einen Block daneben legen. Da steht immer oben, was wir brauchen. Moment, ich bin im Rollstuhl? Ja. So, hier, einmal Zwiebel. Hey, warte mal, ich geh mal auf die andere Seite. Und nehme die. Ah, X ist übrigens in der Agieren. Ach, du kannst die Klein schneiden und musst mir dann die Klein geschnittenen wieder hinlegen. Okay, dann lege ich die wieder hin, hier. Naja, das wäre das Sinnvollste. Und Teller sind übrigens unten. Wo? Du musst noch eine Zwiebel reintun. Musst drei Zwiebeln reintun, geschnitten. Ja. Hier ist der Teller. Ach, und den muss ich dann hier... Wenn es fertig ist, ja, musst du dann das Ding... Ich glaube, musst du das auf den Teller tun. Oder so. Okay, so. So, abgegeben. Aber wie ist denn Sprinten? Sprint haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Brauchst du jetzt... Ja, jetzt muss ja ein richtiges... Ja, genau, und wir müssen abwaschen. Wenn Sachen zurückkommen, müssen wir die schmutzigen Sachen wieder abwaschen. Da legst du mir die am besten hin. Dann wieder. Nee, abwaschen ist ja bei mir recht... Ach nee, ist in der Mitte. Ja. Wir zocken jetzt zusammen. Was ist eigentlich ein Couch-Koop-Spiel? Das hat keinen Online-Modus. Wir zocken jetzt zusammen über den Steam Remote Play, genau. Und es muss nur der eine das Spiel haben. Das ist eigentlich das Allerbeste an dem ganzen Quatsch. Es muss nur derjenige das Spiel haben, der den ganzen Quatsch die Suppe verbrennt. Ja. Du kannst doch einfach den Topf runternehmen. Das wird ja schon sehr lustig. Vor allem, das ist noch nur ein Rezept. Das ist nur ein fucking Rezept. Später hast du wie 3-4 Rezepte parallel. Na super. Und das geht natürlich mit sehr, sehr vielen Spielen. Das hat Steam jetzt. Ja, vielen Dank. Das hat Steam jetzt integriert. Über ihren Service sozusagen. Damit du ganz viele Spiele, die halt keinen Online-Modus haben, jetzt. Die Suppe verbrennt. Ja, ja. Dann trotzdem mit Freunden über Remote spielen kannst, weil die halt sonst ein bisschen untergehen tatsächlich. Und du brauchst aber ganz relativ gutes Internet tatsächlich. Weil halt, ich schicke halt jetzt einen Videostream an Felix sozusagen. Also ich brauche wahrscheinlich schon mal so 10 Mbit oder so und wahrscheinlich nochmal für den Videostream an Felix, würde ich mal vermuten. Bei dem Spiel ist nicht so anspruchsvoll. Bei anderen Spielen ein bisschen schwieriger. Chip. Ich nehme den Teller einfach. Mach mal. Also es ist schon ziemlich awesome. Vor allem, ich würde eigentlich auch gerne sowas wie Lethal League dann irgendwann mal mit euch spielen. Weil ich das eigentlich ein Spiel finde, was super einfach zu lernen ist und was dann richtig Spaß macht. Naja, aber... Lethal hätte ich ja sogar. Das Base-Spiel, aber Lumi ja nicht. Ja. Aber man könnte es halt einfach darüber spielen, dann braucht ihr es halt nicht kaufen. Das ist das Hauptding. Ne, ich hab's ja schon gekauft. Hier, wasch du mal ab. Gib mir das Zeug zum Schneiden und dann gehst du ab. Ja, hab ich doch. Ja, stimmt. Ich habe jetzt gewartet, dass alle drei da sind, bevor ich was machen wollte. Oh, Alter. Nein. Den nicht abwaschen. Nimm die Suppe runter. Ist egal, ich hätte noch genug Zeit gehabt. Nee, jetzt nicht. Weil die Suppe verbrennt. Wenn die Suppe verbrennt, ist sie kaputt. Ich hab grad den Teller. Du musst X drücken. Zum Abwaschen. Gedrückt halten. So. Aber du hast die Steuerung jetzt drauf, ja? Sehr schön. Machen wir das zweite Level. Warum bin ich eigentlich in... Warum bin ich im Rollstuhl? Weil du das kannst. Weil die alle laufen dürfen. Dürfen wir hier sprinten? Wir sind sprinten. Braucht Tomaten. Gib mir mal die Tomaten rüber. Muss man auch den Menschen jetzt ausweichen oder was? Jupp. Und die Level werden auch immer schwieriger, da kommt immer mehr Zeug dazu. Und ich hab jetzt dir aber. Ah, hast du wie keine Tomaten? Die braucht mehr Tomaten! Gib mir doch die Tomaten! Ja! Oh Mann, ey. Er gibt mir Zwiebeln, wenn oben fast nur Tomaten sind. Du darfst doch gerne mitschneiden. Nein, das machst schön du, ich bin schon so überfordert. Halt! Hier, du musst aber abgeben. Noch eine Tomate. Du musst abgeben. Ja, ich hab noch eine Tomate. Overcooked ist das. Boah, Zwiebeln. Oh, Zwiebeln! Geben Sie mir doch endlich Zwiebeln, Herr Ober!
es ist schon ein leerer Teller zurückgekommen. Dann wasch ihn ab. Wo willst du hin mit dem Abwasch? Ah ne, du musst ja wieder durch, stimmt. Hab ich noch nichts gesagt. Aber ich brauch noch mehr Zwiebeln. Da ist kriege ich so wenig Zwiebeln. Hier, pack den Teller irgendwo hin. Da ist die Suppe. Gib ab. Das ist so krank. Du musst oben links gucken halt, was wir für Sachen brauchen. Ich finde die Steuerung manchmal ein bisschen ungenau, ehrlich gesagt. Das ist der Witz an dem ganzen Spiel. Jetzt mehr Zwiebeln. Das ist doch eine Zwiebel. Och, die scheiß Menschen hier. Meine Freundin findet das gerade total lustig. Das ist auch lustig, das Spiel. Wir fallen mit 4 Leuten dann. Oh, du hast schon. Okay. Dann go, go. Brauche ich noch mehr Zwiebeln eigentlich. Eine Tomate brauche ich bitte noch. Damit ich wenigstens mal die Tomaten so fertig machen kann, die ich jetzt angefangen habe. Mach du mal die Tomatensuppe fertig. Du musst die aber wieder auf den Herd stellen. Die ist jetzt nicht auf dem Herd, die Tomatensuppe. Zwiebel! 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 Hier, dann nimm das. Zwiebel! Oh oh. Jip, 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 jip. Abgeben. Danke für die gekochte, für die geschälte Zwiebel. So. Ich werde dort eigentlich noch eine Tomate rumliegen, aber scheiß drauf. Ich hol mal den Teller. Platz da! Geht sie weg! Oh, just in time hier noch. das gebe ich immer hier rüber. Da, Tomate, Tomate. Noch eine Tomate brauchst du nicht. Zwiebel. Zwiebel. Brennt an. Ja, Chili Mini. Wo willst du hin damit? Wirf halt rum, jo klar. Ich wollte eigentlich den... Was machst du da? Oh. Ich hab das Gefühl, du bist ein bisschen desorientiert. Ja, erstens das und zweitens überfordert. So, hier, dat, dat. Wir brauchen einen Teller. Du machst den ersten fertig. Gib ab. Oder wir tauschen, keine Ahnung. Oh, da gibt es sogar welche, die eher, die später reinkommen, aber eher fertig werden müssen. Verdammt, das haben wir nicht gesehen. Ich bin immer noch komplett überfordert. Und rechts unten ist die Zeit, wir schaffen eh nichts mehr. Links ist das, was wir zuerst bedienen müssen. Nein. Links das ist was als erstes reinkam. Aber oben an den Karten, von denen die reinkommen, läuft ein Balken runter. Daran siehst du, was zuerst weg muss. Wenn der Balken leer wird, wird der erst grün, wird dann gelb und wird rot und wird halt immer leerer. Und wenn er leer wird, dann ist es irrelevant, was du ergibst. Ich weiß schon mal, warum ich nie in der Küche angefangen habe. Müssen wir das Level nochmal machen, damit du es siehst? Ja, mach nochmal. Okay. Nee, Zeit. Vor allen Dingen wollte Lumi eigentlich das Spiel spielen. Du hast gar nichts geschrieben, glaube ich, was du spielen wolltest, oder? Doch. Overcooked. Ah, du hast was auch für Overcooked? Hm. So, dreimal Tomaten. Her damit. Ich nehme den Teller schon mal zu mir rüber. Gib mir die Zwiebel, natürlich. Guck doch oben, was kommt. Madame, sie stehen im Weg rum. Hier ist Küchenbetrieb. Oh, beweg dich. Ja, super, Felix. Ganz tolles. So, abgeben. Oh, nee, das war falsch. Aber das brauchst du noch. Oder wir. Ich verstehe nix, Schatz. Nix. Oh, wir müssen abwaschen. Wir müssen abwaschen. Schatz, ich kann gerade überhaupt nie. Abwaschen. Felix ist überfordert. Nicole, lass ihn in Ruhe. Ich bin überfordert, hat Benny gesagt. Du sollst mich in Ruhe lassen. Der ist nicht fertig, der findet Zwiebel. Wo sind wir? Wer hat hier drauf? Drauf, drauf. Ich bin sowas von brauchen mehr Tomaten. Weich. Nein, die brauchen wir gar nicht. Warum ist denn das eine Tomatensuppe überhaupt am Kochen? Wer hat denn die gemacht?
Warum hast du Tomaten rausgestellt? Weil ich dachte, du brauchst Tomaten, weil du Tomaten so angefangen hast. Bin her, ich pack's in. Da ist die Tomatensuppe, perfekt. das läuft doch. Ich hätte doch Zwiebeln rausgelegt, mach doch weiter. Schön über Kreuz arbeiten, das ist das Beste in der Küche. Immer über Kreuz arbeiten. Platz da, Madame, Sie sind im Weg. Bringst du die Tomaten so bitte? Ja, Chili Milli. Mach's mal daneben abstellen, ist gut. Ja, wenn nicht heiß wird, ist schon okay. So, wir brauchen jede Menge Zwiebeln. Zwiebel. 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 Und eine Zwiebelsuppe ist fertig. Lass stehen. Mach du die Suppen, ich wasch ab. Schaffen wir da niemals. Da ist ein Teller. Wir müssen nicht alle schaffen, wir müssen nur viele schaffen. Hier, Zwiebel. Zwiebel, Entschuldigung. Meine Freundin steht daneben und lacht sich in ab. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Platz da! Muss ich durch? Da ist ein Teller übrigens, hier ist einer am Abwischen, sind zwei Teller jetzt. Ich mach, geh weg. So, wir brauchen Tomaten wieder jetzt. Hier, Tomaten geschnitten. Steh doch nicht daneben und guck zu, wie es gar wird. Was ist denn falsch bei dir? Oh Mann, ey. Das Ding musste weg. Guck dir der Suppe zu, wie sie kocht, ey. Ich werd nicht wieder. Mach den Teller, mach die raus, hau die weg. Ja, sowieso. So, letzten 30 Sekunden hier. Schaffen wir noch eine Suppe oder nicht? Was denkst du? Teller. Oh, wir haben keinen sauberen Teller mehr. Shit. Da könnte es knapp werden. Abwaschen. Wasch ab, wasch den ab! Okay. Ja, komm, gib noch ab. Jawohl, zählt noch. Oh, gerade noch so. Nice, 188, mein Rekord. Tatsächlich. Nur ein gefehlte Bestellung. Sehr schön. Schatz, ich verstehe nicht, was du